Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir haben beim letzten Mal die Mission fertig gebracht oder fertig gemacht und geschafft und ihr wisst schon, wo wir die Päckchen einsammeln sollten. Ich fahre jetzt einfach mal zu Ray, weil er gerade so in der Nähe ist und ich jetzt nicht stundenlang fahren möchte. Und da gucken wir mal, was er jetzt für uns hat. Er hatte eine kurze Pause quasi. Also wir konnten eine Zeit lang keine Mission mehr bei ihm machen. Jetzt allerdings wieder und mal schauen. Im Fadenkreuz. Oh hey. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spain. And they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport and I'll make it worth your while. Okay. So, da hinten steht unser Auto. Die Brücke wird von der CSI überwacht. Sucht er eine andere Route. Und wir haben nur eine bestimmte Zeit. So, was für ein komisches Geräusch gerade. Na, ist doch egal. Oh. Meisterhaft. Wir suchen uns ein neues Auto. Und das war jetzt noch in der Mission, wo wir auch noch mit der Zeit zu kämpfen haben. Die ja hier nicht unbedingt immer zu viel da ist, sagen wir es mal so. Alter, wo bist du? Also die Brücke ist gesperrt. Oder wie? Die meinen ja, die Brücke ist gesperrt und wir sollen uns einen anderen Weg suchen. Ja, die Brücke ist gesperrt. Ja, halt die Fresse. Okay. Gut, dann machen wir das Ganze normal. Also da sind auf jeden Fall ordentlich CSI-Mitarbeiter. Oder CIA. CSI. Meine Güte. Da brauchen wir wirklich einen anderen Weg. Ich wüsste auch schon einen. Nämlich der Unterseeweg. Der sollte eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen, aber halt rüber. Und für halt rüber reicht es schon. So, ich packe mal das Auto hier direkt. Da brauchen wir nicht so viel laufen. So, das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anzugucken. So. Hier ist dim, dim, dim. Das ist echt nervig gerade. Das kommt wahrscheinlich von der Brücke. Weil die sich jetzt gerade öffnet oder so. Oder diese. Das Ding da hochgeht, das Verbindungsstück da. Für Schiffe, denke ich mal. So, wir fahren einfach mal in die Richtung, weil in der Richtung war nämlich der See. Ach, der See. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Tunnel. Ja, toll, der Esel ist am Bonus, der interessiert mich auch voll. Deswegen habe ich das auch gemacht. So, da müssen wir den noch mal kurz finden. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, wo der ist. Ich weiß nur noch hier in der Richtung. Und, mehr weiß ich echt nicht mehr. Warte mal, wo ist denn der? Der muss doch hier irgendwo sein. Diese bescheuerte Karte. Beziehungsweise die bescheuerte, nicht vorhandene Karte. Das ist es ja. Rechts bei Kenji war die, glaube ich, auch nicht, oder? Verdammt, wo war die denn? Ich gucke jetzt mal bei Kenji. Ja, die war ja auch nicht. Da hinten war die, oder? Ach so, wir müssen jetzt auf die neue Insel. Ach so, ja, erzähl mir das doch sofort. Wir sollen nämlich jetzt auf die neue Insel, auf die dritte. Zumindest sagt die Richtung das. Oh. Ja, das sah nice aus. Dafür gibt es jetzt keinen. Ah, doch. 1000 schon fast. Ja, nice. Warum nicht? Ja, komm. Ja, gut. Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt holt mich die Oma da raus oder was? Will mich verarschen? Alter. Alter. Kommen wieder tausende Kommentare von wegen Oma-Schläger. PS Livestream.
oder Anmerkung, Livestream. Naja, lassen wir das. Und lassen wir das Auto auch an Land, am besten. Ja gut, dann kann ich glaube ich direkt nochmal neu machen. Da müssen wir da irgendwie einen Weg rüber finden. Der allerdings nicht oben bei der Brücke lang führt, sondern irgendwie unten mit dem Boot oder wie auch immer. Also halt irgendwie ein anderer. Und hier links aus gesehen, da geht's auf die erste Insel. Da muss ich gleich mal gucken, ob das rechts gesehen ist. Also von Norden aus, wenn man nach Norden guckt und dann links ist die neue Insel, müsste so sein. So. Ja, komm rein, Kollege. Norden. Ja. Okay, ist die neue Insel. Ja, wie komme ich denn dann da anders rüber? Keine Ahnung, wie ich da anders rüberkomme. Ja, gute Frage, Kollege. Ich weiß es nämlich nicht. Hier hinten ist keine Brücke mehr. Also ich schätze mal, das ist so die Hauptbrücke und es gibt vielleicht auch gar keine andere. Ja, was machen wir denn da? So, und hier stehen jetzt schon diese CIA-Typen wahrscheinlich, die mich da wieder aufhalten wollen. Ich muss irgendwie... Ja, komm. Warte mal. Kann ich die nicht einfach töten? Ich hab da drauf. Warum kann ich die... Ich wollte schon sagen, warum kann ich die nicht töten? Ja, da oben, da leuchtet dieses Ding. Diese Alarmanlage. Na, komm weg. Ja, toll, ey. Egal, jetzt kann ich mich hier wenigstens mal kurz umgucken. Warte, ich muss das mal hier mir in Ruhe angucken. Ich muss einen anderen Weg finden. Runter ist kein Weg mehr. Ja. Scheiße. So, komm. Darf halt jetzt nur 81 geben. Boah, ich habe echt keine Ahnung, wie ich da anders rüberkommen soll. Ich schätze mal mit dem Boot. Also das wäre wo die beste Möglichkeit. Aber wo finde ich hier ein Boot? Mal so einfach. Schicken die mich auch ohne Navi oder so auf die andere Insel. Wie soll ich das dann machen? Schießen sie wieder von... Ja, natürlich. Hallo? Man kann auch übertreiben. Ja, als wenn die so schnell schießen könnten. Komm. Ja, okay. Gut, also Unterseetunnel gibt es wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir jetzt ein Boot suchen. Irgendwo muss es hier doch... Da auch noch so ein Pier, glaube ich. Da steht aber kein Boot. Da hinten ist noch eins. Vielleicht steht da ein Boot. Weil das wäre jetzt so die einzige Möglichkeit, die ich wüsste, wie wir rüberkommen. Könnten, theoretisch. Aber hier steht... Wo steht hier ein Boot? Kann ich aber nicht sehen. Ne. Ja, komm, ist ganz gut. Nein. Ey, warum? Hallo, ich habe nichts gemacht. Ja, meine Güte, wie komme ich denn dann darüber? Hier ist wieder so ein... Ah, da ist wieder so ein Tunnel. Ja, verarschen wir natürlich. Kleiner Entwickler. Aber ja, stimmt, das war ja der gleiche Tunnel. Da gab es ja auch noch einen Weg. Jetzt ist wieder nur die Frage, wie komme ich in den Tunnel? Hier rechts, ne? Ja gut, dann hätten wir es jetzt, glaube ich. Dann müssen wir nämlich hier rein. Und dann muss ich
Nur gleich statt auf die andere Seite, also auf die erste Insel zu fahren, links abbiegen. So, jetzt gucken wir nach Norden und nach rechts. Von Norden aus gesehen wird es jetzt zur ersten Insel gehen und so wird es jetzt zur dritten Insel gehen. Also zur, wahrscheinlich jetzt. Ja gut, dann haben wir einen anderen Weg gefunden. Ist jetzt nur noch die Frage, ob ich das in der Zeit schaffe. Weil ich weiß weder, wo der Zielpunkt liegt, noch ob die Zeit dafür reicht. Naja, ich habe noch mal ein bisschen überlegt mit dem Livestream-Projekt. Also, Plants vs. Zombies, da war eigentlich... Also, da waren, glaube ich, alle für, dass wir das nicht machen. Weil ja auch nicht immer alle Zeit haben und sowas. Und die Zeit reicht nicht mehr. Okay, dann gucke ich mir jetzt wenigstens nochmal kurz an, wo wir hier circa sind. Hat sein Flug verpasst. Achso, deswegen. Ja. Was soll ich denn da machen? Wenn er seinen Flug verpasst, soll er später buchen. So, was zum Fernsprecher? Ja, bla bla bla. Okay, hier müssten wir irgendwo hin. Gut, dann lade ich jetzt nochmal neu und wir versuchen es noch ein letztes Mal. Diesmal auch mit dem richtigen Weg. Denn wir kennen ihn ja jetzt. Ich weiß nur nicht mehr, wo der Tunnel war. Aber ich schätze mal Richtung Norden. Ich glaube, da war der eben. Also Livestream-Projekt Plants vs. Zombies wird es nicht. Mass Effect habe ich jetzt ja, wie gesagt, entschlossen dazu, das zu einem normalen LP-Projekt zu machen. Und dann werde ich mir nochmal ein neues Projekt überlegen. Vielleicht die Kampagne von Bad Company 2 oder so, weil ich die eigentlich normalerweise sowieso gar nicht geplant hatte. Aber dann doch so gern gesehen wurde. Mal schauen. So, da fahren wir jetzt mal nach Norden. So. Da oben, da steht ein Typ. Wie kann der bitte so viele Schüsse abfeuern? Hätte der eine Gatling? Okay. Aber der hat keine Gatling. Und selbst wenn, wäre das schon eine ziemlich heftige Gatling. Naja, gut. Wollen wir nicht übertreiben, aber, naja. Gut, okay, wir sind richtig. Wir haben jetzt auch noch einen schnelleren Wagen. Wie gesagt, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt wissen, wie es geht. Jetzt sollte alles klappen. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten, ja, also guten Verkehr, sag ich mal. Beziehungsweise möglichst gar keinen Verkehr. Und dann sollte es eigentlich klappen. Oh, blöder Gegenverkehr. Warum muss das hier so eng sein? Aber ist schon ganz schön, dass wir jetzt endlich auf einer anderen Insel nochmal sind. Hallo rüber. Ja, du bist auch blöd, ey. Okay, wir brauchen einen anderen Wagen. Ist jetzt zwar nicht der schnellste, aber wir haben da wenigstens einen Wagen. Oh Gott, ist der lahm. Naja, müssen wir jetzt mit auskommen. Dafür haben wir mehr Zeit. Ich glaube, hier hatten wir sonst 30 Sekunden oder so noch. Irgendwie so. Einen anderen Wagen jetzt zu beschaffen, das lohnt sich auch, glaube ich, nicht mehr. Das holt der Wagen nicht mehr raus zur Zeit. Oder schaffen wir es jetzt? Eine Minute haben wir noch. Wird knapp. Wird echt knapp. Ja, komm. Ich sehe da vorne nichts. Was wollen die denn mit der Kameraperspektive? Ja, willkommen in irgendwas, kann ich nicht lesen. Ich nenne jetzt einfach die dritte Insel. Oder dritte Stadt. Oh, biegt doch nicht ab. Und du bleibst doch nicht da. Oh, fahr hoch. Oh, hier sind ja immer noch welche. Okay, da vorne ist es. Ja. Der kommt halt markiert.
Ja, hopp. Du bist in der Garage und Rays Auto mit den Waffen. Oh, das auch noch. Ne. Was ist der denn da? Hat er so ein Pylon-Dingens auf dem Kopf? Jetzt sag nicht, dass es wieder auf der anderen Seite. Oh Gott. Jetzt sag nicht. Ja, danke, Polizist. Danke, Polizist Nummer 2. Oh, jetzt müssen wir echt nochmal rüber. Hätte er mir nicht direkt sagen können, okay, du hast eine Minute mehr Zeit, hol mir doch mein Auto oder so. Oh, ist jetzt ein Witz. Die stehen hier immer noch, ey. Unglaublich. Was wollen die denn von mir eigentlich? Ich hab das gar nicht. Komm gleich hoch, ey. Pass mal auf. Oh, jetzt waren die nur Bullen. Ich meine, wir haben zwar keinen Timer mehr, aber trotzdem brauche ich ein Auto. So, ja genau, sag ihm mal schön den Mittelfinger. So. Oder ihr. Sorry. Okay, rüber. Ja. Willst du denn? Hallo? Wie schnell die waren hier auch qualm, ey. Unglaublich. Naja. Wo ist denn das scheiß Auto jetzt? Der sagt mir, dass das jetzt auf dem Ozean ist, oder was? Ah, ne, doch nicht. Ah, ja. Ist doch nicht wahr. Hier, hol dir das. Ah. Da waren jetzt zwar ein paar schnellere, aber passt schon. Hauptsache, wir haben jetzt ein Auto. Lohnt sich jetzt nicht die ganze Zeit umzusteigen. Jetzt einfach nur noch sein blödes Auto holen. Ja, ja. Oh. Aber wie unnötig in die Länge gezogen. Echt. Und auch der Weg hier, der ist auch unnötig in die Länge gezogen. So. Ach, jetzt sind wir wenigstens wieder hier raus, ey. Ich hab meine Platzangst. Kaum kommt man mal... Oh, was hat das denn jetzt zum Bildschirm? Kaum kommt man da so kurz gegen den Bürgersteig, liegt der direkt auf dem Rücken. Schon extrem. Naja, gut. So, da müssen wir jetzt noch den Wagen suchen von ihm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der wäre. Ja, komm. Oh, ich muss scannen. So, da haben wir Wagen. Ja. Hm. Dauert ein bisschen. Muss ich jetzt ein bisschen die Folge überziehen, aber macht euch, schätze ich mal, gar nichts aus. Habt ihr wahrscheinlich sogar ganz gerne. Ey. Ja, natürlich. Okay, dann steht der Wagen. Ah, doch. Pass gut auf. Na, mach. So, das ist für eine Waffe. Ach so, Flammenwerfer. Kugelsicher und Patriot. Wir sehen uns in Miami. Tun wir das?
Das kann sein. Naja gut, ich fahre jetzt nochmal rüber auf die andere Insel, hol mir das Dingen da, den Unterschlupf, park den Wagen da rein. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.